Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Limbo Road to No Point in Dying mit mir, dem Deathrock, von dem gleichnamigen Kanal, wahrscheinlich, weiß ich noch nicht. Nachdem ich meinen vier Buchstaben gerade eine kleine Sitzpause gegönnt habe, würde ich sagen, nehmen wir weiter auf. Das ist immer noch die gleiche Session, wir stehen immer noch vor dem Hotelschriftzug. Und ich hoffe, ich verrecke hier jetzt nicht. Ja, da, oh, Junge, Mama. Knappe Geschichte. Geht ja gleich rasant los hier. Was witzig ist, ich bin tatsächlich hier an dem Stromgenerator schon gestorben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug war oder so, oder ob man ihn wirklich nicht anfassen darf, wenn er noch an ist. Auf jeden Fall, ja. Das war's schon. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Auf der Xbox 360-Version von Limbo gibt es ja ein extra Achievement. Da kommt nämlich dieses O von Hotel später nochmal. Und das muss man dann drehen. Und dann rollt da ein Achievement raus. Verstehe ich nicht, warum sie das hier nicht mit reingebracht haben. Darf ich mal sagen, dass es übrigens echt ätzend ist, wenn man ein Herzblut-Gamer ist und nicht mehr lange sitzen kann. Das in meinen jungen Jahren. Diese Rätsel hier hasse ich übrigens. Das hier geht noch, da kriegt mir später noch eins, was ein bisschen super ätzend ist. Glaube ich. Ich meine, doch, das kommt sogar in Kürze. So, hier ist wieder so eine Sache, die man gucken sollte, bevor man... Ich gehe erstmal nach rechts. Ich gehe erstmal nach rechts, um es euch zu zeigen. So viel Zeit muss sein. Hier ist nämlich ein Wurm. Und wie wir wissen, der geht immer erst nach links. Beziehungsweise wir gehen immer nach links, weil er uns das sagt. Und wenn wir dann hier langlaufen würden, da hinten ist Licht, dann wären wir ganz schön platt. Das wollen wir ja nicht. Da geht es übrigens nach oben. Gerade ging es noch nach unten. Der Pfeil zeigt immer, wo er herkommt oder wo er hin möchte. Gerade ist er nach unten gegangen, jetzt will er wieder nach oben. So, wir gehen wieder nach links. Und jetzt, da wir das Hindernis beseitigt haben, können wir das auch ohne uns plätten lassen zu müssen. Springen ins Licht. Der Wurm macht Kehrtwende wieder. Ich trinke mal heimlich was. Muss ich gleich ausschneiden. Hört man wahrscheinlich. So, weiter im Programm. So, und jetzt weiß ich gar nicht mehr so, was... Ach, Kreissägen-Dinger hier. Nee, doch noch nicht. Oder? Doch, doch wohl. Das erste Kreissägen-Rätsel müsste jetzt eigentlich kommen. Na, auf mit den Lecks, ey. Die kann ich nicht gebrauchen. Rechner. Hui. Ach nee, hier müssen wir das so gar nicht machen. Erst auf dem Rückweg müssen wir das machen. Ja genau, jetzt kommt der erste Kreissägen-Rätsel. So, wir machen mal... Schalten mal einen Gang zurück. Ich bin erstaunt von mir selber, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Aber wir müssen ja noch wieder zurück. Ja, da
Upsala! Gott sei Dank. Da gibt es gleich noch eine zweite Version von. So, müssen wir jetzt ein bisschen wippen. Machen wir noch einmal. Das sollte jetzt aber passen. Passen! Jawohl. Dann ziehen wir mal zu uns. Uff, Alter. Sieht immer so knapp aus. Weil der Junge sich so schwammig bewegt. So, hier fahren wir mal nach oben. Nein, fahren wir noch nicht. Halt! Falsche Richtung. Wir brauchen erst die Kiste. Ich vergesse sie auch jedes Mal. Jedes Mal. Gerade nicht gesehen, schon wieder aus dem Kopf. Ist halt kein Platz mehr, wenn der Wurm da drin steckt. Hallo? Da oben ist übrigens auch ein Achievement. Das würde man kriegen, indem man den Aufzug wieder anmacht und hier steht und dann im richtigen Moment an das Seil springt. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man dann sicher runterkommt. Das ist mir aus dem Kopf entfleucht. Wir krallen uns die Kiste, stellen die, ich würde mal sagen, ungefähr hier hin. Das sollte reichen. Holen uns den Kran runter. Beziehungsweise das Seil. Ach ne, ist doch ein Kran. Und fahren mit dem Kran wieder nach oben. Schaukeln hier ein bisschen hin und her. Und springen. So, und hier kommt der zweite Kreissägenrätsel. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch geschissen. Das letzte Mal wurde ich von der Kiste erschlagen. Nein, 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 nein! Ach, Scheiße. Oh Mann. Das finde ich aber nicht gut. Direkt machen müssen. So. Scheiße. Tor Nummer 1. Das ist doch nicht wahr. Leck mich. Wie war das denn nochmal? Hä? Alter Schwede. Oh. Zwei Tode auf meine Kappe, ey, wegen Dummheit. Hier wird es übrigens zu Dingen gehen. Komm, wir können da ja mal reingehen. Gucken uns das mal an. Komm, ja, geile Musik einspielen. Ich kann übrigens allen Leuten empfehlen, die Limbo haben. Da gibt es irgendwo in den Spieledateien ein Ordner mit dem Soundtrack. Und der ist einfach nur bombastisch gut. Ich sag nur Machine Gun Tranquility. Absolut hammergeil. So, hier stehen wir im Kerzenkreis, im Fackelkreis oder wie auch immer. Und hier ist die große, das große Tor, was zugeht, wenn wir auf der anderen Seite sind. Wo es dann erstmal zappenduster wird für eine ganze Zeit. Wo wir dann den dunklen Pfad zum Secret laufen müssen. Ist auf jeden Fall ein schönes, herausforderndes Achievement, wenn man da durchkommen will, ohne einmal zu sterben. Macht Spaß.
Aber das machen wir ein andermal. Jetzt geht's erstmal zur Fliege. Jedes Mal, wenn die Fliege hochguckt, müssen wir stillstehen. Das heißt immer nur so schrittchenweise. Wenn wir nah genug dran sind, heften wir uns an ihre zappeligen Beine. Und auch diesem Insekt ziehen wir Beine raus. Der Junge ist echt... Also, die Peter wäre empört. Da oben sehen wir schon verdächtige Fließbänder ihr Werk tun. So, den Teil habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß, auf der anderen Seite ist ein Achievement, das kann man sich holen. Ich weiß allerdings nicht mehr wie. Glaube ich zu meinen. So. Wir klettern erstmal hier hoch, bevor wir da unten irgendwie weitermachen mit dem Schalter und so. Das kommt später. Wir müssen jetzt erstmal hier. Wir arrangieren uns den Kram mal hier. So, der bleibt hier. Na. Den nehmen wir mit. Müssen wir den Reifen hier rüber balancieren. Ups, ja, nicht so. Scheiße. Aber es ist schön, dass man Rätsel, bei dem man nicht sterben kann. Gefällt mir auch mal. Nach den zwei Touren muss ich ein bisschen besser haushalten mit dem ganzen Scheiß. Also hier jetzt schnell. Jetzt ein bisschen. Verdammt. Wir machen das anders. Wir machen das so. Ich glaube, so ging das auch. Ich glaube, das war auch der einzige Weg, wie es ging. So. Tor! Wir gehen wieder eine Etage tiefer. Moment. So. Hier, nimm mal die Leiter. So, den Balken rollen wir jetzt ganz nach oben. So. Und dann warten wir darauf, dass er den Schalter aktiviert. Um genau zu sein, jetzt. Upsala! Erstmal geschrottet. Alt macht der Junge kaputt. Spinnen, Fliegen. So. Kiste haben wir auch, die brauchen wir jetzt gleich. Zahnrad an. Das hat ja super funktioniert. Da denkt man, man kann einen Weg sparen. Arschlecken. So, hier die Kiste holen wir uns auch. Brauchen wir beide. Wofür? So. Damit. Alter! Krass! Das hat er gesehen. Nee, bleib hier! Stopp! So. Zack. Und die platzieren wir gleich auf dem Schalter. Bergauf.
Ja, upsala. Was war das hier? Ach so. Hier schockeln wir vorher mal ein bisschen. Ich habe gemerkt, das ist eine gute Idee. Oh nein, oh Gott. Scheiße. Mann! Komm wieder. Jetzt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Mehr schaukeln. Definitiv mehr schaukeln. Whee! Oh, Alter! Was ist denn da los? Warte mal. Reicht das nicht auf? Wenn er so schaukelt und in der Mitte steht, komme ich da nicht dran? Wir werden es gleich herausfinden. Oder der Death Counter wird wieder Einsatz kriegen. Yeah! Oh, ja. Leben am Limit. Oh, Alter. Da geht mir die Düse. So, wir drehen den Raum einfach mal um. Ich glaube 180 Grad dreht er sich, ne? Hier vorsichtig sein, die Klappe haut dann nämlich ins Jenseits. Ach ne, wir sind ja schon im Jenseits. Ins nächste Jenseits. Klettern wir noch nicht hoch. Ne, den nächsten. Das wird aber knapp, ey. Knappe Geschichte. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ach so. Nee. Falscher Schalter. Der war das. Die Kiste schieben wir ganz nach oben. Und ungefähr hier muss sie stehen bleiben. Ruf mich der Mike an. Der Aliox. Einen Moment. Ups, da war ich gerade mal weg. Da hat der Aliox mich angerufen. So, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig. Natürlich nicht. Oder? Natürlich nicht, ey. Boah. Okay, ein bisschen. Bah. Ein ganz kleines bisschen früher. So. Das sollte jetzt aber passen. Okay, da komme ich dran. Da komme ich auch dran. Wunderbar. So, jetzt machen wir die Tür auf. Das war natürlich super. Der Junge kann auch nichts. Nochmal. So, wäre das auch abgefrühstückt. Ach so. Alter, die Rätsel, also jetzt sind die Rätsel so langsam so an dem Punkt, wo ich nicht mehr so hundertprozentig im Bilde bin. Aber wir hängen uns jetzt hier an die Kette und warten, dass er uns wieder dreht. Und am Ende springen wir auf die Kiste. Am besten ohne, dass wir ein schockierendes Ende nehmen oder in zwei Teile zersägt werden wie einen schlechten Zaubertrick. Wir sind schon ein bisschen weiter runter. Die Kiste müsste hier gleich angeholt werden. So. Und da springen wir gleich drüber. Yeah!
Mal runtergeslidet. So, jetzt geht sich davon weiter. Wir haben ein dumpfes Dröhnen auf dem Ohr. So, die Kiste müssen wir jetzt schnell da an die Kante schieben. Weil gleich kommt die Dingens angerollt. Und die Tür da oben hier zu. Zack. Brems. Keine Geräusche, kein gar nichts. Einfach nur ein Taubheitsgefühl auf dem Ohr. So. Es geht direkt weiter. Und hier sehen wir zum ersten Mal unsere Schwester. Wo wir zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen, dass es unsere Schwester ist. Aber wie es halt üblich ist, ne? Ups. Da wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht. Der fiese Wurm ist wieder im Spiel. Und hier muss man aufpassen, sonst springt man im Ohr da oben rein. Das ist mir auch schon passiert. Praktischerweise haben wir hier ein Licht. Und können in Richtung Schwester laufen. Die Soundkulisse hat sich geändert und statt Schwester sind hier jetzt Pressen. Und Fließbänder. Nein, warte noch einmal. Da hat erstaunlich wenig Zeit. Ich würde gerne schon die Leiter da hoch, können wir aber noch nicht. So, hier müssen wir das jetzt richtig abpassen, dass wir unter den Viechern auf die Kiste steigen. Upsala, so, hat das funktioniert. Und jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann hier doch hoch, oder? Muss hier nicht hoch? Muss man hier nicht sogar hoch? Das ist übrigens ein Achievement. Frag mich nicht, wie man da dran kam. Nee, das war falsch, ne? Ja, war falsch. Scheiße. Ich muss es ja auch wieder drehen. Das hat nicht funktioniert. Ein bisschen früher. Ungefähr jetzt. So, schnell an die Leiter. Jetzt dreht sich das linke Zahnrad hier wieder in die richtige Richtung und wir können hier hoch. Da werden wir platt gemacht, wenn wir nicht schnell genug sind. So. Was war denn bei der Leiter? Ach nee, da. Wenn man die Leiter da hochgeht, vor der zweiten Presse, ich glaube, da kriegt man tatsächlich nur das Achievement. So, das ist das Rätsel. Also das Rätsel, das ist echt die Hölle. Also, wenn ich einfach zu blöd dafür bin. So, definitiv nicht. Wir müssen auf jeden Fall oben auf den Kollegen da, ne? Und so. Ich weiß allerdings, ich glaube, so war das richtig. Wenn sich die Leiter jetzt nur ein bisschen schneller bewegen würde. Och man, ist das lästig, ey. Nehmen wir Anlauf. Und so, Billy, du da. So, jetzt warten wir ein bisschen. So. Ne, keine Chance. Ich bin zu blöd dafür. Hier sitze ich aber auch immer ewig fest. Ewig um 3 Tage. Was ist denn? Junge.
komm, komm. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Oh nö. Oh nö. Oh Kacke. Tja, müssen wir nochmal machen. Scheiße. Beinahe wäre ich jetzt verreckt. Hier gleich. Alter Junge, was machst du denn da? Wir warten jetzt, bis das Ding ganz bei uns ist. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. So, und jetzt gibt es eine kleine Achterbahnfahrt. Geil. Achterbahn ist die beste. Kleine Lorenfahrt hier. Auf schönen Stromschienen, wie sich das gehört. Alter. Ich kacke mich voll, ey. So, und hier sollen wir jetzt abspringen. Und schnell loslassen. Denn sonst wird das auch ungesund enden. Ist das hier eigentlich noch unter Strom? Weiß ich gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall das Ding so weit weg wie möglich schieben. Glaube ich. Nee, müssen wir nicht. Moment. Wir müssen das nur. So. So. Jawohl. Genau so. Jetzt dürften wir eigentlich genug Zeit haben. Jawohl. Hat doch funktioniert. Finde ich gut. Und wir drehen wieder den Rahmen. Ich glaube, nach der Drehung drehe ich mal die Aufnahme auf. Erstmal. Mein Job sollte sich noch recht kurz im Discord treffen. Und da muss ich ja die Aufnahme so lange pausieren. Ich kann das Spiel ja nicht schließen. Muss ja in einer Session gemacht werden. Kiste. Und da oben ist, glaube ich, auch ein Achievement irgendwo gewesen. Ich weiß aber nicht mehr wo, weil das so schwer einsehbar ist. So. Krepeln wir mal runter und laufen weiter. So. Und was es mit diesem Maschinengewehr auf sich hat. Und wie sehr es sich freut, uns zu sehen gleich. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Replay Limbo Road to No Point in Dying. Mit mir, dem Deathrock. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut doch mal nächstes Mal da rein. Und bis dahin, Leute, tschüss, auf Wiedersehen und ciao.